Ja, hallo und seid gegrüßt, meine lieben Teignascher und Teignascherin. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und das ist Die Angler auf der PS5 in 4K Part 16. Sophia wollte mir gerade schon wieder in mein Intro reinquatschen, das macht sie ja immer mal gerne. So, God bless America. Und wir sind wieder hier, praktisch, um bei Sophia mal ein bisschen einzukaufen. Ich möchte natürlich auch mal gucken, was es jetzt hier für schöne Angelkastenerweiterungen gibt. Rucksackerweiterung, dann können wir eine Route mehr mitnehmen. Aber da kann ich drei mitnehmen, das reicht mir erstmal. Ich gehe erstmal auf die Angelkastenerweiterung. Zack. Sehr schön. So, dann gucken wir jetzt mal, was ist noch alles für schöne. Ich hätte gerne auch eine neue Route. Neue Spinnroute. 8 Kilo. Das ist natürlich schön. Kostet 500. 10 Kilo, 6 Kilo. Aber die haben wir ja. Die ist bis 6 Kilo ausgelegt. Ne, da brauchen wir noch keine komplett neue. Was haben wir hier? Baitcast. Da habe ich auch recht gute, glaube ich. 10 Kilo könnte das sein, was ich da habe. Feederroute. Inhale, 13 Kilogramm. Und noch eine Posenrute praktisch. Ha. Jetzt gucke ich mal. 6 Kilo Posenrute. Okay, da muss ich jetzt erstmal schauen, wie es aussieht hier bei uns. Die kann. Ach, bis 20 Kilo sogar. Okay, die will ich aber eigentlich nicht. Da kaufe ich mir jetzt wirklich eine neue. Da schmeiße ich die raus. Die kann bis 6 Kilo und die kann auch bis 6 Kilo. Das ist erstmal okay, finde ich. Da gucken wir lieber nochmal nach der Schnur und nach einer neuen Rolle. Weil die Rollen sind jetzt wirklich nicht die stärksten. Da sollten wir uns zwei neue Rollen kaufen. Ja, das machen wir erstmal. Und vielleicht noch ein bisschen neue Schnur. Und dann gucken wir mal weiter. So, Spinnrute. 8 Kilo, können wir ja auch hier so eine Spinnrute, das war die. Ne, die habe ich als Spinnrute genommen. Was habe ich denn da nicht für eine Rute? Also die Foundation habe ich ja, das ist die Feederrute, genau. Da könnten wir zwar eine bessere nehmen. Baitcast, da haben wir die und Matchroute haben wir keine. Wir könnten uns natürlich eine Matchroute kaufen. Aktion langsam, Stärke leicht, Mittel. Ja, komm, da kaufen wir uns die Matchroute. Die ist jetzt nicht so teuer. Her damit. Und dann gucken wir mal nach Röllchen. Da können wir vielleicht eine oder irgendwas austauschen. Was sind das denn für Uraltrollen hier? Scope. Oh, die ist ja wirklich richtig alt. Die sieht wirklich aus wie tiefste DDR-Zeiten hier. Und die auch. Da könnte ich mir höchstens noch mal so eine Belta kaufen, wenn ich das möchte. An die dritte Route zum Dranschnallen. Ja, aber ansonsten haben wir zwar die, die schafft auch 3 Kilo. So, wir holen uns halt die. Die Scope. Ja, da kriege ich auch dickere Schnur drauf. Na ja, komm, da holen wir uns die. Ab in den Rucksack, bitte. Und wie sieht's denn mit Schnürchen aus? Oh, ich bin froh, Leute, wieder mit euch hier zu sein und wieder ein bisschen zu angeln. Draußen hier bei uns geht es noch nicht richtig los, aber hier im Spiel ist es ja natürlich im vollen Gange. Es gab auch neue Patches, habt ihr mir geschrieben. Der Andy hat geschrieben, der 88 Lycana hat geschrieben, die Nadja hat fleißig geschrieben. Da erzähle ich nachher nochmal genaueres, was ihr mir so geschrieben habt. Ich freue mich auf jeden Fall. So, 2,5 Mono. Die ist neu. 5 Kilo Fluor. Ah, die könnten wir auf die Matchroute drauf machen. Und eine geflochtene habe ich, glaube ich, bekommen. Ist das die?
Irgendeine haben wir bekommen. Die. Genau, hier oben steht die kleine 1. Da brauche ich da eigentlich keine. Dann kaufe ich mir wirklich die hier. Die ist ganz geil. Neue Kunstköder. Was gibt's da im Angebot? Gut, wir haben jetzt nicht mehr viel Kohle. 67. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr gucken. Ein größerer, ne, 5er Haken. Hammer. Ah, 4er können wir uns gar nicht mehr leisten. Aber ich kann doch vielleicht auch was verkaufen. Na, aber mit Sicherheit kann ich was verkaufen. Das ist die Matchmaker. Das sind unsere Röllchen. Da könnte ich natürlich... Ja, ein paar Köder sollte ich noch kaufen. Stimmt. Ja, dann lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Wir haben ja die Grundausstattung, haben wir ja. Aber bei Ködern hoffe ich, dass ich mir jetzt noch ein bisschen was leisten kann. Wir haben nämlich von manchen Sachen nicht mehr viel. Wir haben noch 7 L-Ritzen. Das ist natürlich nicht schlecht. Die kosten 60. Also das soll jetzt gut überlegt sein. 4x Graupe. Kommt natürlich drauf an, auf was wir gehen. Aber eine Forelle ist zur Not ja auch den Teig oder den Käse. Das wissen wir. Dann würde ich jetzt schon mal für die L-Ritze mich stark machen. Dann nehmen wir die. Und dann ist die Kohle komplett weg. Ja, das war's. Kleidung, das können wir uns eh alles nicht leisten. Aber mehr Platz im Lager heißt mehr Freude beim Angeln. Und das ist ja die Hauptsache. Da gucken wir gleich mal. Ah, das schmeiß ich. Stimmt, jetzt muss ich hier noch das Lager verwalten. Die Sophia ist auch immer so laut. Anpassung? Nee, Anpassung war es nicht. Gibt es jetzt hier ein paar neue Sachen eigentlich? Nee. Lager, genau. Die drei haben wir dabei. Das passt. Mono brauchen wir nicht unbedingt. 2, 3, 5, das ist gut. Mache ich die 2er. Ach komm, ich pack die mit rein. Wir haben ja jetzt genug. Das ist die geflochte, die wir bekommen haben. Beim Levelaufstieg. Kann ich jetzt auch den mit reinmachen? Tut uns ja jetzt in dem Fall auch nicht mehr weh. Und ein 8er Haken. Die Goldforelle hat die Nadja geschrieben. Mensch. Da hatte sie auch noch kein Glück, aber die hat eine riesig große Cutthroat-Forelle gefangen. In Diamant. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, hier alles rein. Oh, cool. Da kann man jetzt richtig viel mitnehmen. Das gefällt mir. Hier haben wir noch nicht viel. Ach, okay. Die Maiden... Müssten wir dann praktisch austauschen oder was gegen... Ne, das ist die Greenhorn, die können wir doch verkaufen. Die soll raus. Und dafür hätte ich gerne die Matchmaker. Genau. So, jetzt aber. Der heutige Plan ist, mir natürlich wieder ein Auto zu holen. Und dann würde ich gerne ein bisschen erkunden... Der Lycana oder Lycana, der hat geschrieben, Mensch, Affenkönig, ich angel gerne am Damm. Jetzt ist die Frage, ich weiß noch gar nicht so richtig, wo hier der Damm ist. Ich könnte mir vorstellen, also hier oben sind ja die Eisenbahnschienen. Hier war es genau. Dass das irgendwo hier dann sein könnte. Hier glaube ich eher nicht. Aber hier hinten... Das sieht so gerade aus hier, diese Stelle. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie ihr wisst, ich google auch nicht gerne. Aber der Aufseher ist ja auch hier und dann wollte ich ja sowieso einen Besuch abstatten. Deswegen werde ich mich hier hin teleportieren jetzt mit meinem Autowagen. Da steige ich noch schnell ein. Und dann können wir von dort eine schöne kleine Fahrt machen, wie wir das sowieso schon immer gerne gemacht haben. Und dann gucken wir mal da runter in die Ecke, wa? So. Zeige mal das Zeugnis. Ich weiß auch nicht, was der Patch noch so alles getan hat. Aber ich denke mal, da gibt es schon einige interessante Sachen.
die wir noch hier erleben können. So, wo ist jetzt die Bude hin? Hallo? Oh, wir hatten hier dran gekriegselt. Die alten Sprayer wieder. Öffentliches Eigentum, seid ihr eure. Auch wenn die Hütten verlassen sind. Hm. Ah, da ist irgendwas mit Auto ausleihen. Ist das schon die richtige Richtung? Ja, wir laufen schon in die richtige Richtung. Na, dann machen wir das natürlich. Ab in die Geisterstadt. Da fehlt jetzt eigentlich noch so schöne alte Westernmusik. Und da müsste so ein Strohball vorbeirollen. Diese Stadt ist zu klein für uns beide. Ah, hier, schönes Windrad. Ah, ich mag auch die Gegend hier. Ist eine schöne Ecke. Und die geben sich ja echt Mühe mit dem Spiel. Der Andy, der hat geschrieben, Affenkönig, es könnte sein, dass jetzt in Seen und auch in Flüssen, weil ich ja gesagt habe, dass die Pose dort immer steht, die müsste ja eigentlich treiben, dass die dort jetzt vielleicht auch treiben tut. Und das wäre ja cool, wenn das jetzt so gehen würde. Ach, ich mag auch die Musik hier. Ist einfach wunderschön. Und ich habe jetzt auch das neue Update bekommen. Also wir könnten ja auch jederzeit mal nach Afrika reisen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich da mal in Angriff nehmen soll. Also ich habe alle drei Erweiterungen. Ich würde natürlich hier gerne erstmal alle Fischearten fangen. Aber man kann ja auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und dann könnten wir auch mal in die anderen Gebiete gehen. Was war das denn? Spanien, Afrika und das dritte? War das Norwegen? Ich weiß nicht genau. Aber ihr wisst es bestimmt. Na, wo ist denn jetzt hier, dass man mal was sieht? Hä? Leute, das zeigt mir im Wasser an. Das Auto ist im Wasser. Also bin ich jetzt hier völlig für umsonst? Was ist denn das? Schreibt es mal in die Kommentare, warum das Auto im Wasser liegt. Na schön, danke. Das war ja überflüssig, wa? Na gut, wenigstens sind wir schnell da hier. Die 5 Minuten hänge ich natürlich wieder hinten dran. An dem Part. Kann ja nicht angehen, dass das hier nicht wird. So, aber jetzt sind wir auf dem Weg. Ich will mir das mal noch. Und die ganze Schoße hier. Hier runter wollen wir erstmal verfolgen. Ja, ist gar nicht so weit. Da sollte man relativ schnell hinkommen. Wenn ich nicht wieder irgendeine Mist baue hier mit der Karre. Immer schön ein Bahnschienen nach, sag ich. Ich weiß, das ist keine offizielle Straße, aber es lässt sich gut fahren hier. Und ist auch schön breit. Und solange hinzukommt, macht das doch völlig Sinn, hier lang zu schippern. Oh. Ja. Genau so war das geplant, meine lieben Damen und Herren. Es wird schon wieder ein richtiges Offroad-Abenteuer, ich sehe es schon. So, hier müssen wir irgendwo runter. Querfeld ein. Ah, hier muss irgendwo Clayton sein. Der alte Buckaroo. Canyons, you could park a plane in means you're far out in the Ruby River Range. While you're there, drop by the outpost. Much like any other outpost, you'll be able to find notice boards, storage lockers, a boathouse and a garage for easy access to transportation. Oh, da fliegen sie oben. Die Adlers. Oder Krähen. Aber in diesem Fall denke ich, sind das eher. Ah, es sieht aus wie Krähen. Doch keine Adler. Ja.
Later, American trappers rendered the French name English as Golden Ridge Reserve. I quite like the old moniker. Ja, Clayton, ich lasse mich gerne von dir berieseln. Oh, da hinten. Das sah doch gerade aus wie ein Damm. Und der Lykaner hat geschrieben, Mensch, da musst du aufpassen. Mindestens 4 Kilo sollte deine Route ziehen können. Und das will ich jetzt natürlich probieren. Also ich hoffe, dass das der Damm ist. Ich kann natürlich auch völlig falsch sein. Aber mir gefällt es hier. Das sieht gut aus. Das war jetzt hier hinten. Na, hier gibt es bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten zum Einsammeln. Aber das soll uns jetzt auch erstmal nicht interessieren. Müssen wir jetzt das komplett... Hätte auch mit dem Boot hinfahren können, wa? Aber vielleicht finden wir hier auf dem Weg noch was Interessantes. Der Weg ist das Ziel zum wunderschönen Angelspot. Ach, Uhrzeit. Hattet ihr mir auch irgendwas geschrieben? Wie spät haben wir es denn? Na, fast um 3, ja? Zeit für einen Kaffee, sage ich. Aber zum Glück habe ich hier ein bisschen Kaffeegranulat immer im Handschuhfach. Das rühre ich mir dann hier ein bisschen mit so einer kalten Seebrühe an. Das schmeckt dann auch ganz gut. Oh, 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 oh. Ja, das sieht wirklich aus wie ein Damm, oder? Die Frage ist, kann ich da an der Seite stehen? Okay, ich fahre einfach mal dahin, weil ich mir das auch mal angucken will. Das sieht ja sehr majestätisch aus. Ist eigentlich immer ein guter Spot, weil der Damm, genauso wie er oben aussieht, ja dann auch ins Wasser abfällt und dann tun sich schön die Raubfische an die Kanten stellen und warten auf die kleine Beute. Aber es gibt ja wahrscheinlich zwei Seiten, oder? Vom Damm. Oh, das müssen wir uns mal in der Dura angucken. Hui. Ne, hier unten geht nichts. Ah, da unten. Das sieht natürlich auch sehr interessant aus. Hier haben sie schon wieder gesprayt. Irgendwas mit Hai. Ich hoffe, hier gibt es keine Haie. Oh, wie schön aufgelöst das einfach nur ist. Danke, lieber Entwickler, für dieses Spiel. Das ist sehr steil. Huiuiui, kommen wir da vorne vielleicht ein Stückchen runter? Oder muss ich jetzt hier von oben angeln? Ja, wenn ich hier runter laufe, da purzel ich doch runter, oder? Ich komme doch nicht wieder hoch. Ach, ich würde es gerne mal probieren. Das, ich riskiere es einfach mal hier auf den Huckel. Oh. Nee, das geht. Oh. Hier gibt es bestimmt große Lorche. Richtig große Lorche. Können wir uns hier auf den Hügel stellen? Schon ein bisschen im Wasser. Oh, Leute, das ist ein geiler Spot. Bisschen geschützt ja auch noch vor der Sonne. Ihr könnt es auch ganz dick... Oh, was ist das? Das war ein dicker Hecht, hat er das gesehen? Aber er hat mich auch gesehen. Hahaha, dich hole ich mir. So, dann basteln wir uns mal was Schönes zusammen hier. Ein schönes, geschnürtes Paket. Nehme ich die Matchroute. Dann müsste ich die... Fiederroute hier mal einstampfen. Nee, obwohl muss ich nicht. Das ist jetzt das Geile, weil wir die drei Routen haben. Matchmaker, ja. Roller kommt hier natürlich auch die beste drauf. 5 Kilo, das sollte... Oh, Leute, das ist ein schönes Paket, was wir hier gestört haben. Dann probieren wir gleich mal Egel. Vom Allround Kompostwurm. Oh Leute, ich bin aufgeregt. Mal gucken, was jetzt hier beißt, du. So.
Da hinten springen sie schon, die Lorche. Ich tu mal... 30, ja. Ach so, nee, falsche Route. Falsche Route. Mal gucken, wie die schöne aussieht hier. Oh, das ist eine Schönheit. Bis auf die Rolle. Ich gehe mal ganz tief. So, oh, da fliegt man aber auch weit. 41 Meter. Geil. So schön straff gemacht. Ja, und die Pose treibt tatsächlich. Es hat zwei Patches gegeben. Einmal dieses Afrika-Update und dann nochmal ein kleineres Update. Das ging auch recht fix. Oh, ist das schön. Wie sie jetzt schön treibt. Aber es ist sengende Hitze hier. Da kommt was Großes, Leute. Oder ist das nur ein Schatten? Schwierig zu sagen. Lassen wir uns überraschen. Ich bin jetzt natürlich sehr tief eingestellt. Und ob dem Wurm hier jemand will, ist auch erstmal zweitens. Dann werde ich es natürlich ansonsten gleich mit der schönen Elritze probieren. Ja, die Nadja hat geschrieben, dass die Goldforelle wohl... Die ist nicht so einfach zu fangen. Und wenn sie schon so viele Fische gefangen hat und das auch noch mal viel länger spielt als ich, und das tut sie ja, dann ist es schon recht schwierig. Da könnt ihr mir gerne noch den einen oder anderen kleinen Tipp, kein Riesenspoiler, aber einen Tipp könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben für die Goldforelle. Ich würde tendenziell alles kleiner auswählen bei der Goldforelle. Kleiner und leichter, um die zu fangen. Treibt, treibt, treibt. Wartet mal, ich probiere mal kurz mit der... Weil eigentlich ist der beste Spot, ja. Gleich hier. Das wäre für mich so ein guter Spot. Na gut, vielleicht ein bisschen weiter rechts. Und dann natürlich dieser Durchlass, wo es sich verjüngt. Das ist natürlich auch eigentlich ein Hotspot. Komm, da werfen wir auch mal hin. Jetzt hängt es natürlich schon schön da drin. Mal gucken, ob sich da jetzt ein Kollege findet. Ach, die Route ist ja wunderschön auch. Wunderschön. Ein schöner, schöner, ruhiger Ort hier. Oh ja, guck mal, da springen die Großen dort hinten. Da springen die ganz dicken Kanonenrohre. Heiliges Kanonenrohr. Ah. Schwierig, schwierig. Machen wir mal Plan B. Elritze ist noch mal mehr Raubfischköder. Richtung Seerosen. Irgendwann kommen sie, die Lorche, ist doch klar. Irgendwann sind sie da und wollen den Köder fressen. Bin ich mir eigentlich sicher. Oh! Oh, der zieht aber raus. Heieieiei. Oh! Warte! Was ist das? Oh, hoffentlich reicht es unsere Schnur nicht an der Kante von der Mauer. Das könnte eine Forelle sein, oder? Wenn er so springt. Also mit Einleiern ist nicht viel los. Meine Freunde. Jetzt. Erstmal kein Widerstand mehr. Oh, schön, wie die Route sich biegt. Guckt euch das mal an. Ich glaube, die machen das Spiel auch langsam mehr zu einer Art Simulation. Und das finde ich gut. Ich finde es einfach kreativ und schön, was sie da machen. Mit ihren Patches. Ständige Verbesserung.
Und das Spiel war ja schon von Anfang an schön spielbar. Aber wenn es dann immer noch besser wird, stetig, ist es halt noch geiler. Ist das neu, dass die Kamera sich mitdreht? Das gefällt mir. Oh Leute, das ist gar nicht... Der ist gar nicht so klein. Das könnte ein Hecht sein. Sieht aus wie ein Hecht. Na komm her, mein Dickerchen. Oh, nee, Zander? Nee. Nee, ist ein Hecht, oder? Ja! Gar nicht mal so groß, aber gekämpft hat er wie ein ganz großer. Europäischer Hecht. Oder haben die auch die Physik jetzt ein bisschen geändert von vom Einholen? Fühlt sich ein bisschen langsamer an. Also realistischer, sage ich mal. 3,39 Kilo. Aber ist immerhin schon Silber. Schön, schön. Wo der ist, stehen auch noch mehr. Da hat uns gerade was gesehen. Mal gucken. Also die Eritze scheint ja Anklang zu finden. Das ist ja schon mal gut. Oh. Schon wieder. Oh, 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 oh. So, jetzt müssen wir den Punkt finden. Wo ist der wenigste Widerstand? Dass wir auch schön einleiern können. Doch, die haben auch die Geräusche ein bisschen verbessert. Oder? Die Geräusche, das hört sich anders an. Auch ein Hecht. Hier ist ja richtig, ja. Scheint ein Hechtdamm zu sein hier. Es hört sich besser an, Leute. Wirklich, die Geräusche hören sich besser an. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber vielleicht haben sie da ja auch irgendwas gemacht. Aber er leiert nicht mehr ein, so richtig. Das haben, die haben die Physik geändert. Irgendwas ist neu. Ich mache jetzt viel mehr mit der Route. Ich korrigiere den Fisch viel mehr in die Richtung mit der Route. Und er leiert wirklich nur noch, wenn der Widerstand so wenig wie möglich ist. Unterm Viertel. Jetzt macht er nochmal eine kleine Flucht. Komm her, mein schuppiger, schleimiger Hechtfreund. Hauptsache der Haken sitzt, sag ich. Ah, jetzt der Ritze schmecken lassen. Der könnte ein bisschen größer sein, Leute. Der könnte größer sein. Oh! Zumindest sieht er hier im Wasser etwas größer aus. Yes! Schöner Tigerhecht. Schöner Tigerhecht in Silber. Oh, das ist ein schönes kleines Krokodil. Wunderbar, Ski. Silber, ja, fast 6 Kilo, Leute. 80 Zentimeter. Das ist ein schöner. Ein wunderschöner Fisch, sag ich. Ach, herrlich. So. Nehmer. Oder nehmen wir eben nicht. Catch and Release ist ja angesagt. So, wir wollen die ganz dicken Prügel. Mache ich mal richtig ein. Ja! Schöner Wurf. Und hier schwimmt auch noch was Großes rum. Hier unten seht ihr es. Da wo die Rutenspitze ist. Sieht mir aber auch nach Kollege Hecht aus. Oh Mist! Es war ein Ticken zu spät. Schade. Warte mal, ich hole nochmal ein.
entschuldigt mich. Ich habe noch leichtes Halskrabbeln, so ein bisschen. So, jetzt sollte es aber nochmal vorangehen. Also Ritze sind sehr rene nasch drauf. Gut, dass ich die nochmal gekauft habe. Wie er gesprungen ist. Aber tatsächlich habe ich das auch schon mal erlebt an einem Gewässer. Da war ich mit einem Kumpel. Wir waren das erste Mal. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe da gerade einen riesigen Flussbarsch gesehen, der hier hochgekommen ist. Ist das geil. Ich erzähle die Geschichte gleich weiter, aber ich bin gerade überwältigt. Wenn ihr nicht gesehen habt, spult mal zurück. Das war ein schönes Exemplar. Mindestens 35 bis 40 sollte der gehabt haben. Mein lieber Schwan. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, das war ein schöner Flusstiger. So. Ja, wir kriegen ihn langsam ran. Ah, da schwimmt vielleicht an die Kante. Weg von der Kante, Kollege. Weg von der Kante. Ah. Weg von der Kante. Oh, das ist ein Wels. Das ist ein Wels. Ja. Eine Quappe in Gold. Was? Leute, seid ihr irre? Hier gibt's Quappen? Ich habe mir bewusst nicht alle Fischarten angeguckt, aber das ist ja mega geil. Hier gibt's Quappen. Das ist ja quapptastisch. Ist das ein schöner Fisch? Ist das ein schöner Fisch? Ich freu dich ein bisschen mehr auf den König. Freu dich einfach ein bisschen mehr. Das ist... Oh, da unten. Das sind die dicken Barsche. Leute, guckt euch diesen... Na, ich muss hier so ein bisschen in die Sonne. Das sieht einfach geiler aus. Ist das genial, Leute. Was für ein schöner Fisch. In Gold. So, jetzt fehlt mir nur noch der dicke Barsch. Da draußen steht alles. Ja! Oh Leute, danke, danke, danke für eure coolen Anregungen und Spots. Das ist mega, wenn ihr mir sowas schickt. Das macht halt doppelt so viel Spaß. Ich habe es im letzten Part schon gesagt, wo die Nadja mir einen Spot geschickt hat. Jetzt Lucana, wunderbar. Das sind einfach geile Tipps von euch. Oh, da zieht aber was. In eine Richtung, wo ich nicht viel machen kann, Leute. Ich dachte wirklich, es ist ein Wels. Aber dass hier Quappen leben. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie viel Grad das Wasser hat. Weil eigentlich fängt man Quappen ja nur... Ich weiß jetzt nicht, wie es in Amerika in manchen Gewässern ist. Aber eigentlich ja nur in der kalten Jahreszeit. Und auch ja, bei relativ kühlen Temperaturen im Wasser. Also die fühlen sich wohl bei 5-6 Grad Wassertemperatur. Und kälter, glaube ich. Und das hat man auch gemerkt, richtig vom Verhalten. Das ist wieder eine. Ne, das ist ein Hecht. Die ist ja auch nicht gesprungen. Die hat immer nur nach unten gezogen, wie so ein Wels. Ja, Leute, die haben die Physik geändert. Ich kann jetzt den Fisch viel besser handeln. Mit der Rute hier an sich. Richtig cool. Kleiner Hechtbruder. Und hier, da ist noch mal ein dicker. Vielleicht kann ich den einfach so mal jetzt. Vielleicht holt er sich den gleich. Mal gucken, wie groß der ist. Wenn wir den jetzt hier so im Wasser sehen. Ist er das? Ja, das ist er. Oh, Mist.
Da würde ich jetzt sagen, der hat schon ein bisschen was, aber schwierig einzuschätzen. Ich würde ihn so auf 75, 80 würde ich ihn schätzen, wenn ich ihn jetzt hier im Wasser sehe. Angeworfen und bekommen, ist das geil. Ah! Geil! Na komm her, mein Dickerchen. Ah, will noch nicht. Da ist wieder der Barsch, Kollege. Aber ein Barsch will doch eher ein Kompostwurm. Ich muss gleich mal gucken. Oh! Geil, Leute! Geilomat! Ich kann gar nicht aufhören. Naja, 65, aber immerhin schon Silber. Ah, da sehen wir schon die gefährlichen Hechtzähne. Und unter dem Zahnfleisch, die sind ja eigentlich noch mal viel länger, dreimal so lang wie das, was man sieht eigentlich. Das sind schon richtig geile Prädatoren. Spitzenprädatoren sind das. Die lassen keine Gelegenheit aus, sich einen schönen kleinen Lurch zwischen die Kiemen zu treiben. Oder natürlich auch kleine Enten, Ratten, alles mögliche. So, jetzt will ich auch mal gucken, wenn ich jetzt hier so einen Schlenzer nochmal mache, ob wir da nicht auch mal einen kleinen Barschkollege kriechen. Ich kann ja mal eins machen. Ich schleiere ein bisschen rein. Ah, das war natürlich zu viel. Aber passt auf. Ich guck mal schnell. Im nächsten Part lesen wir uns das natürlich durch. Blutwurm, Käse, Brot. Käse? Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Dann können wir die anderen Fische ausschließen. Nein! 0,2 mm ist ein bisschen wenig, wa? Frisst hoffentlich der Hecht nicht. Ja, das ist auf jeden Fall geil gemacht. Mit der Physik jetzt. Wie der Wind auch das Wasser in verschiedene Richtungen treibt. Sieht schon schön aus. Und da unten schwimmt doch irgendwas. Ne, das ist der Schatten unserer Pose. Okay. Ja, mal gucken, ob wir als Abschlussfisch noch einen Barsch kriegen. Das wäre ja mega. Es wäre mir ein Genuss. Hochauflösende Handschuhe in Nahaufnahme. Behaarte Arme. In Nahaufnahme. Ein Ellenbogen. In Nahaufnahme. Da, oh, da unten. Oh, da ist ein dicker Barsch. Ich sehe ihn, aber... Ja, komm. Komm, mein kleiner Freund. Hol dir einen Köder. Ja, ganz... Oh, die vielen Hechte. Was ist denn hier unter Wasser los? Oder ist das ein Zander? Nee, ich denke, das ist ein Barsch. Gut, eine Chance lasse ich dem Kollegen mal noch. Und zwar... Leber. Hm. Komm, der Kompostwurm. Das ist doch ein Barschköder. Oh. Also Hecht ist eigentlich nicht so der Wurm. Fisch. Oder ist das ein Karpfen, Leute, dort unten? Boah, der ist aber groß gewesen. Hier geht's ja ab, Leute. Das ist ja wirklich ein Hechtgewitter hier. Das sind ja...
1000 Fische. Das ist ja Wahnsinn. Aber wisst ihr, was sein kann? Das fällt mir jetzt erst ein. Es könnte sein, dass die Hakengröße, obwohl, ja, ich mach mal 7er dran und dann können wir nämlich den Blutwurm dranhängen. Und den mag ja der Barsch. Und dann werden wir sehen, ob der Kollege hier steht. So, ich hoffe, es geht auch einer rein. Das wird dann unser letzter Fisch sein. Ich hoffe es. Aber das hier unter uns, das könnte auch was ganz anderes sein. Mal schauen. Der letzte Fisch kommt bestimmt. Zumindest hoffe ich das. Oh, da zuppelt was. Da zuppelt... Oh! Ja! Und das ist er. Das ist er. In Gold. Der amerikanische Flussbarsch. Ist das geil. Naja, immerhin 30 cm. Das ist eine schöne S-Größe, Leute. Da kann man richtig schön... Da kann man richtig schön die Schuppen über die Kiemen ziehen. Schöner Fisch. Wirklich. Ist das ein schöner Fisch. Ich finde ihn toll. Dazu stehe ich mit meinem Namen. Affenkönig Dämlich. Und das war's mit Part 16 von Call of the Wild, der Angler auf der PS5. Ich wünsche euch was. Schreibt mir fleißig was in die Kommentare. Freut mich natürlich immer sehr. Ihr seid die Besten. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns wieder. Und ciao, euer Affenkönig.